Weiter, was geht ab, Leute, Hunger? Der nächste legendäre 5er Raid wurde angekündigt und es ist Regi Glock. Wie soll es auch anders sein? Wieso sollte man das Trio trennen? Es kam Regi Ice, dann kam Regi Steel, jetzt kommt Regi Glock. Bis zum 20. September ist er am Start. Das ist sogar ein bisschen mehr als 4 Wochen. Heute ist er am Start. Bestimmt haben ein paar von euch den schon gemacht. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr schon guten... Es wird wahrscheinlich heute noch ein Video von mir kommen, wo ich meinen ersten Regi-Log machen werde. Dementsprechend, wichtig zu wissen, 100% 1764. Der hat genau dieselben Werte wie Regi-Eis. Der schlechteste ist 1682. Und mit Wetterbonus 100% sind 2205. Anattacken kann er Rock Smash, das ist eine Fast-Kampfattacke. Und Rock Throw, das ist eine Fast-Gesteinsattacke. Ladeattacken, Steinkante, natürlich Gestein. Fokusstoß, Kampf und Zap Cannon, Elektro. Was sehr überraschend ist. Und da sollte man sogar darauf achten, weil Wasser ist ja ein guter Konter gegen ihn. Und Zap Cannon ist Elektro gut gegen Wasser. Das heißt zum Beispiel Pokémon wie Gyarados sind keine guten Konter. Also gegen Gestein sind sie sowieso nicht gut. Deswegen Vorsicht, benutzt Gyarados nicht als Konter, weil er sowohl von Gesteinsattacken als auch von Elektroattacken zerstört wird. Das heißt, theoretisch könnt ihr Gyarados nur als Konter verwenden, wenn Regirock zwei Kampfattacken hat. Also Rock Smash und Fokusstoß. Aber schauen wir uns mal die Konter genauer an. Da haben wir auf Platz Nummer 1 Kyogre. Wasser natürlich. Kyogre, der beste Wasserangreifer. Dann haben wir auf Platz Nummer 2 der Liebling, der eigentlich alle Regis zerstört. Und zwar Machomai. Machomai echt zu krass. Bestes Kampf-Pokémon. Hier seht ihr es auch. Die besten Movesets werden hier eingeblendet für die verschiedenen Konter. Da haben wir Konter Dynamic Punch, also Wuchtschlag. Und Machomai kriegt auch sehr oft, zumindest hier bei mir, Wetterbonus. Das heißt auf jeden Fall eine gute Wahl. Und Steinattacken zocken natürlich noch weniger ab gegen ihn. Auf Platz Nummer 3, sehr überraschend, Kapilz. Ich habe mal ein Ranking gemacht, besten Kampf-Pokémon. Da war Kapilz auch relativ hoch, also den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Platz 4 und 5, auch sehr überraschend. Hariyama vor Glodon, was er halt echt heftig ist. Aber ja, so ist es wohl. Hariyama auf Platz Nummer 4, Glodon auf Platz Nummer 5. Mit Boden und Solarstrahl. Dann auf Platz Nummer 6, ein Pflanzen-Pokémon, Bisaflor. Mit der Seeder-Attacke. Dann kommen wir zu Platz Nummer 7. Ich habe gesagt, den solltet ihr vorsichtig einsetzen, weil der kassiert halt ziemlich hart gegen Regirock. Aber wie gesagt, wenn er zwei Kampfattacken hat, könnt ihr den sorglos einsetzen. Platz Nummer 8, Mewtwo mit Fokusstoß natürlich. Kampfattacke, gut gegen Regirock. Genau dasselbe gilt für Platz Nummer 9, Logok mit zwei Kampfattacken. Auch in meinem Ranking der besten Kampf-Pokémon relativ weit oben gewesen. Und auf Platz Nummer 10, der war im Ranking auch mit dabei. Skagaborn, auch mit zwei Kampfattacken. Also im Grunde genommen, Kampf haut rein. Wenn ihr Kyogre habt, Kyogre haut rein. Ansonsten, ja, dies und das kann man noch verwenden. Metagross kann man theoretisch auch verwenden, weil der Stahl ist auch effektiv. Aber das waren die besten Konter gegen Regirock. Ich wünsche euch viel Glück. Ich wünsche euch einen 1764er. Aber das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.